Malte hat mir ein Blind Sample geschickt. Da kann ich nur verlieren. Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malz. Ja. Ja, willkommen zu meinem diabolischen Plan. Ich habe Marc ein Blind Sample geschickt und ich habe aber auch den Whisky im Glas. Wie ihr seht, eindeutiger Beleg ist der gleiche Whisky. Die Farbe ist fast gleich im Bild. Mist, wir haben unterschiedliche Beleuchtung. Ja. Naja. Du siehst mich gerne schwitzen, ne? Und leiden. Dabei glänzt doch meine Stirn hier im Licht gerade ein bisschen. Ja, natürlich. Aber wie ich gehört habe, ist die Revanche ja wohl nicht weit weg. Egal, wie es heute ausgeht, es wird eine Revanche geben. So. Ich habe einen Postkutscher auf den Weg geschickt zu dir. Er müsste in ein bis zwei Wochen bei dir angekommen sein. Das wäre selbst für Postkutschenverhältnisse echt langsam für 90 Kilometer. Der macht gerne viel Pause. Ja, Blind Sample heißt, Marc hat echt, du hast gar nichts. Habe ich dir irgendwelche Infos gegeben? Nein. Und wir probieren uns, oder er probiert sich möglichst nah ranzutasten an diese Abfüllung. Aussagen zu Alkoholgehalt, Brennerei, Region erledigt sich ja mit Brennerei, Fass, Alter. Und dann schauen wir, wie dicht du dran bist. Du hast schon mal geschüttelt. Ja. Das ist der Alkoholtest. Den hast du dir von mir abgeguckt. Genau. Wie so vieles beim Whisky. Was sagt dir der Alkoholschütteltest? Ja, ein paar Bläschen, aber jetzt auch nicht unbedingt so viel und so lang. Mhm. Na, vielleicht. Also nur vom Schütteltest würde ich eher auf, also nicht auf 40, nicht auf 43, nicht auf 46, so auf 50, 51. Tippen. Die Flasche steht übrigens genau hier, das muss ich sagen. Deswegen gucke ich da vielleicht im Verlauf des Videos ab und zu mal hin. Und sehr viel Karamell. Mhm. Intensiv. Sehr ölig im Glas. Wir haben ja. Oh ja, das sieht gut aus. Da ziehen sich die Tropfen ganz langsam am Glas entlang herunter. Ja, da sieht man es so ein bisschen, ne? Aber. Ich habe. Das Witzige ist, ich habe diesen Whisky selber noch nicht getrunken. Also ich habe den aufgemacht, dir ein Sample abgefüllt und mir heute ins Glas gefüllt. Insofern weiß ich nicht, ob ich dir was Gutes oder was Schlechtes antue. Aber ja, dieses Karamellige, ne? Ja. War auf jeden Fall da. Jetzt geht er bei mir gerade ins Fruchtige. Flaumig, sehr flaumig. Aber ich halte mich ein bisschen zurück, auf jeden Fall. Und ich finde, er ist sehr, sehr intensiv. Mhm. Das spricht dann für, ja, kann auch wieder viele, viele Gründe haben. Irgendeine eine spezifische Fasslagerung, das Alter oder Alkoholstärke. Ja. Ja, ich finde ihn jetzt aber gar nicht so. So beißend, stechend oder minzig, sondern. Ich probiere wirklich, ich will auch nicht gemein sein. Ich will dich jetzt nicht auf irgendeine falsche Fährte locken oder so. Das wäre zu fies. Insofern probiere ich einfach möglichst wenig zu sagen und einfach neutral. Ich bin die Schweiz der Verkostung. Ja. Schweizer Whisky. Mhm,
Lass uns teilhaben. Woran denkst du? Was probierst du? Wie probierst du es einzukreisen, was es sein könnte? Ich versuche, auf das Fass zu kommen. Ob wir da vielleicht irgendwie was Exotisches haben oder sagen wir mal ein Finish vielleicht. Also, was ich verraten kann, er ist natürlich nicht gefärbt. Also, das finde ich bei Blind Samples wäre das fies, was Gefärbtes zu nehmen. Mhm. Das bietet dir natürlich auch die Möglichkeit, die eine oder andere Abfüllung auszuschießen, aber das wäre sonst gemein. Ich habe jetzt was. Den Früchtetee, den roten Früchtetee mit. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So einmal, ja, roter Früchtetee, wo man nicht so genau weiß, was drin ist. Ja. Die Farbe ist auch, ja, die ist schon dunkel, würde ich sagen. Also, das ist. Kein so junger Whisky. Oder aber in dem Fass war, das war sehr feucht, sagen wir mal so. Okay. Aber das, nee. Weißt du, was mir gerade, so als Idee kommt? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du hast keine Chance, zu hundertprozentig zu treffen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Es geht nicht. Wenn du es aber doch hinbekommst, dann könntet ihr, wenn ihr zuschaut, drunter kommentieren. Einfach und ich suche einen aus und schicke die ganze Flasche dahin. Aber das gilt nur, wenn du es richtig löst. Ansonsten behalte ich ihn. Ist schon. Okay, ich würde jetzt mal einen Schluck probieren. Ja. Slange. Da, Slange. Viel Erfolg. Bing. Blump. Diesmal sogar geklappt. Ja, gut. Also ich ärgere mich schon mal nicht, diesen Whisky gekauft zu haben. Hallo, Stranger. Der hat was. Dir gefällt er also auch. Nee, gefällt okay. Er gut, aber jetzt merkt man doch den höheren Alkoholgehalt. Also der hat jetzt doch ein bisschen mehr Bums. Würde ich mal tippen. Und jetzt kommen viel mehr die dunkleren Früchte hervor. Und uiuiui, doch, der ist schön. Der gefällt mir. Und mir fällt gerade auf, dass der wirklich fies ist zu raten. weißt du, was ich bei dem blind tippen würde, woran er mich sehr erinnert, ist die Tomatin-Fassstärke. Stimmt. So eine kleine Tomatennote hat er. Ja, ja. Das Sherryfass in Verbindung mit der Würze, die der Tomatin hat. Ja. Also Tomatin-Fassstärke kannst du schon mal ausschließen. Das ist es nicht. Aber daran erinnert er nichts mehr. Die habe ich auch zu Hause. Die ist ein bisschen wilder, finde ich. Oh. Die ist ein bisschen. Okay. Da finde ich den hier schon, das war auch recht stark,
Aber das liegt am Alkohol. Ich glaube, wenn man da einen Schluck Wasser hinzugibt, wird er um einiges smoother. Und Ja, nochmal. habe ich gerade gemacht. Dann gefällt er mir richtig, richtig gut. Ein Tropfen Wasser. Während du rätst, ich meine, dieses Video wird wahrscheinlich eh ein bisschen länger werden. Zum Glück gibt es bei YouTube ja jetzt die Möglichkeit, dass unten in der Zeitleiste ist jetzt immer eingetragen, was wann passiert. Also das kann ich jetzt eingeben. Dann kannst du, wenn du vorspulst, siehst du das dann. Könnt ihr also machen, spult dahin vor. Wir lassen uns Zeit einbleiben. Es geht hier ja auch ein bisschen um die Ehre. Hier wird nicht gehetzt. Was ich in der Zwischenzeit mal mache, ist, ich gebe mal einen richtigen Schwall Wasser hier rauf. So. Das ist der jetzt wirklich, der sieht ja schon fast aus wie, ne, wie Wasser. Naja, gut, nicht ganz. Um den mal richtig im Alkohol runterzubringen. Und bin mal gespannt, wie der dann wird, weil wenn man blendet, Masterblender und so, die gehen ja auch immer auf 20% Alkohol oder so. Ja. Will ich einfach mal testen, was das macht. Habe ich nicht noch nie gemacht. Da habe ich hier nebenbei mein kleines eigenes Spiel und du hast Zeit, dir Gedanken zu machen. Jetzt wird er ein bisschen würziger auch in der Nase. Bisschen nussig, aber. Viel, viel fruchtiger. Okay. Erste Ideen? Hast du Zettel und Stift da? Ich hab Zettel und Stift da, um es aufzuschreiben, aber ich dachte, einfach nur, um das nochmal so ein bisschen für mich hier zu machen, wir sonst auch nie. Aber um das so ein bisschen irgendwie für mich zu visualisieren. Nur ich finde das total super, dass du das so richtig jetzt hier als Angriff auf die Ja. Ehre oder als Ehrverteidigung oder wie auch immer ansiehst. Hast du schon was, wo du ein Gefühl hast, dass wir den ersten. Ich glaube, das wird eine Kombination aus Sherry und Ex, also Ex-Sherry und Ex-Bourbon sein. Also, ich bin mir nur nicht sicher, ob es für ein Finish ist doch zu, sind die doch zu dominant. Was ist zu dominant für den Finish? Ach, diese, die Fruchtnoten, dieses eingelegte. Am Anfang die Karamell, deswegen, ach, sonst, ich würde nicht auf rein Sherry tippen. Ein bisschen trocken, vielleicht ist es aber auch mehr. Oh Mann, das ist so fies. Ich freue mich gerade so, dass du, wie du da am Ackern bist und ich weiß, bald dreht es sich um. Das ist ich kann ein paar Brennereien ausschließen, weil ich weiß, dass du die schon mal nicht magst. Da würdest du dir auch keine Flasche denn kaufen. Okay. Und jetzt sagen, Vielleicht ein bisschen gröber gedacht, hast du eine Region im Verdacht? Oder kannst du eine Region ausschließen?
Na, die Inseln würde ich ausschließen. Obwohl, er könnte ja auch ein Banner sein, also bitte, ich meine. Ja, wobei, das wäre als Region ja Isla und nicht Insel. Ja, ja. Oh, okay, gehen wir mal die Region durch. Haben wir Campbelltown hier drin? Ja. Oh Gott, gibt es einen neuen Hazelburn? Habe ich von dem nichts gehört? Nee. Ich probiere den Captain zu machen. Weil, selbst wenn ich jetzt grinse, heißt das nicht, dass du auf der richtigen Fährte bist. Das ist, ich will nicht gemein sein, Entschuldigung. Nee, der hat auch nicht den Springbank-Move drin, den ich liebe. Ich gehe eher in die... Entweder sind wir in der Space Side oder aber in den Highlands. Also jetzt bin ich aber... Hast du schon Wasser reingemacht? Mhm. Ja. Okay, also aktuell bist du auf Speyside, Highlands, Ex-Bourbon, Ex-Sherry, Alkoholstärke. Ja, da bleibe ich bei. Ja, der hatte schon ordentlich 54. Mhm. 54% hat auch ein bisschen mehr als ich. Also, ja. Alter fehlt noch. Fehlt noch was? Alter, ich würde ihn nicht zu jung tippen. 15. 15. Ja, 15 Jahre. Und es ist, ich bleibe bei, ich bleibe bei der Vermählung von Bourbon und Sherry Casks. Mhm. Diese Würze, die da drin ist, oder die kommt halt aus dem Fass, aus dem Sherry-Fass, aber fertig. Und Brennerei, ja. Bevor du noch weiter was sagst, wenn wir, es kommt ein bisschen spät, weil ich ja einen groben Plan hast, wie du auf dem richtigen Weg bist. Wollen wir das als Punktesystem machen? Dass es bei uns irgendwann einen Sieger gibt? Das heißt, man kriegt für das richtige Fass Punkte, man kriegt für die richtige Region Punkt und so weiter, für alles einen Punkt. Wollen wir das machen? Es fällt mir auch gerade spontan ein. Das kommt jetzt an der blöden Stelle. Nee, aber ja, das können wir machen. Fass, Alkoholstärke, obwohl es bei Alkoholstärke natürlich relativ schwierig ist, aber... Ja, plus, minus 3%? Ja. Ja. Alter? Alter, Region, Brennerei? Region, Brennerei. Und doppelte Punktzahl für konkrete Abfüllung. Also man kann ja einen Tipp für eine konkrete Abfüllung abgeben. Ja. Ja. Okay, super, dann machen wir es so. Dann gibt es insgesamt 7 Punkte zu holen. So, gut, wenn man so on the fly 20 Minuten im Video drin auf einmal solche Ideen hat. Okay.
festnageln? Finale Antwort? Darf ich dich festnageln? Ja. Also, gehen wir alles nochmal durch. Fässer? Ja. Ich bin jetzt gerade... Warte, der Süße ist PX und der trockene Sherry oder Rosa. Ach, guck, siehst du. Ja. Das ist wie in so einer Prüfungssituation. Wie ist Ihr Name? Marc? Mirko. Oloroso Sherry, würde ich sagen. Ex-Bourbon, also Ex-Oloroso, Ex-Bourbon. 54%. 15 Jahre. Und Brennerei. Region? Ja, genau. Brennerei, Region. Oh Gott, ich habe keine konkrete Ahnung. Das halt. Das, es ist ein Blind Sample. Ich finde nicht, dass man da. Also sag das, was dir einfällt. Wer hat da noch schöne Erinnerungen? Ne? Ist das... Ah nee, die ist schon länger. Die gibt es schon länger nicht. Ich hatte gerade an die Local Dealer gedacht. Aber die sind gerade nicht mehr so up to date. Deswegen sage ich, es ist ein... Diensten. Und Diensten wäre als Region Highlands. Highlands, ne? Ja. Oder? Ja. Ja. Okay, also Diensten, ja. 15 Jahre mit 54% aus einem Misch aus Sherry und Bourbon. Ich finde, so allgemein kann man das beim Sherry lassen. Ja. Genau. So, irgendwie noch ein Abfüller, damit man eine konkrete Abfüllung draus basteln könnte. Eieiei. Das sind halt, wären halt zwei Bonuspunkte, deswegen. Ja, ja. Es ist keine Standardabfüllung von denen. Und bei Unabhängigen wird es schwer. Es sei denn, das wäre jetzt einfach blind, ja. Musst du einfach was reinwerfen. Was haben wir denn da? Ich glaube nicht, dass du die Signature Premium Edition dir da gekauft hast. Obwohl das schöne Flaschen sind. Deswegen tippe ich auf. Die SMWS. Oh Gott, das ist aber schwer, oder? Also die. Und ja, nee, das ist ein schlauer Tipp. Das würde nämlich auch bei der Stärke die beiden Fässer beinhalten. Können. Dann wäre es halt ein Finish, aber ich finde, das könnte man durchgehen lassen. Das finde ich ist ein guter Tipp. Okay. Ja? Also, ja, locken wir es ein. Ich habe hier gerade nebenbei mal kurz was rausgesucht, weil ich deinen Tipp sehr witzig fand. Jetzt muss ich einmal ganz kurz hier technisch das einmal hinkriegen, meinen Bildschirm zu teilen, weil pass mal auf. Ich habe, weil du gesagt hast, Diensten, Signatory Vintage und so aus der Reihe. Oh shit. Oh, doch 2006 hatte ich sogar. Der ist es aber nicht. Ich habe mir deinen Blog nicht nochmal angeguckt. Ja, das ist auch vom 21. Oktober 2018. Die Chance, dass du darauf gekommen wärst, ist auch unwahrscheinlich. Aber fand ich jetzt ganz, ganz witzig. Nein, ich zäume das Pferd auch mal langsam auf, ja? Also, ich zeig's einmal. What? Ein kleines Fläschchen nur.
Was willst du zuerst wissen? Alkoholzahl? Ja. 58%. Oh. Das tut mir sehr leid, weil das ist genau 4 Prozentpunkte dran vorbei an dem, was du gesagt hast. Dann, was nehmen wir als nächstes? Alter? Ja, der ist ja jünger. 5 Jahre. What? What? Habe ich gesagt. Hab 5. Hat er gesagt. Shit. Dann Fasslagerung. Sherry Cask. Mhm. Kein Bourbon. Aber ich würde tippen, ich dachte so, komm schon. Refill. Ich denke, es ist Refill Sherry. Ja. Aber es steht nicht drauf. Es steht nur Sherry Cask drauf. Würde ich sagen, sind 0,5 Punkte. Oder? Oder also, gibst du dir selbst 0 Punkte? Eigentlich ist es ja, also man hätte eine, na gut, dein 25%ige Bild Chance, ist. Also nee. Nee, okay, du ja, bezahlst du dir selbst das. Okay. Den kann man ja irgendwie sagen, das ist eine Sherry Rum Bourbon. Ja, und kriegt dann 0,1 Punkt, na gut. Ja. Gut, dann 0 Punkte, damit sind wir bei Alter, Alkoholstärke und Fass bei 0 Punkten, Marc. Region, Highlands. Ah. Punkt. Yes, Punkt für dich. Bleibt noch die Frage nach der Brennerei und nach der konkreten Abfüllung, richtig? Bei dem Fläschchen? Also wo? Ja. Erkennst du diesen kleinen, oder der Kreis? Ach, das ist doch, was ist das, Kirsch, oder? Oder wir, nee. Nee, die, das, nee, das ist Whisky Krüger. Ja, meine ich, ja. Deswegen sage ich, du hast keine Chance, da jemals drauf zu kommen, weil wenn du, wie? Ja, also für Whisky Krüger in Holzbunge abgefüllt und es ist als Brennerei Ben Nevis. Shit. Ah, ja. Hätte man zugegeben, nichts, wo man ernsthaft drauf kommen kann. Also es war ein sehr, sehr schweres Blindset. Aber ein schönes, ja. Und ich fand in vielen Punkten, es wirkt so gönnerhaft, oder? Ich meine das aber jetzt nicht so. In vielen Punkten warst du ja so, das ist haarscharf dran vorbei. Ob die Alkoholstärke jetzt 54% sind oder 58, und ein Bourbon und ein Sherry-Mix ist, ja, kann man hier auf jeden Fall tippen. Mein Tipp, wie gesagt, wäre Tomated Fassstärke, das wäre auch ein Bourbon und Sherry-Mix. Ja. So, also finde ich, es klingt jetzt so, weil du hast einen von 7 Punkten, glaube ich, erreicht. Ja. Das klingt so vernichtend. Aber ja. Ich bin mal gespannt, ob ich bei deinem Blind Sample überhaupt einen Punkt erreiche. Ich werde jetzt mir vielleicht noch mal ein anderes Sample ausdenken. Das ist nur fair, weil ich unterwegs die Sache mit den Punkten überlegt habe. Deswegen kannst du mir jetzt was viel. Ich habe einfach 5 Whiskys zusammen. Es ist Max. Max eigenes Sample. Ja. Ach ja. Ja. Nee, aber schön. Das ist ein schöner Whisky. Und ich finde, das macht immer Spaß. Zumal ich aber ein bisschen am Fixer werden muss dabei. Aber ich bin selber immer so ein bisschen. Ach. Dafür gibt es die Möglichkeit, zur Not vorzuspulen. Wir machen sonst immer so 10, 12 Minuten Videos. Jetzt haben wir gerade eine Phase, wo wir 30 Minuten Videos machen. Das ist dann so. So, aber ich glaube, wir finden den Absprung. Also Marc wird sich revanchieren, wird zeitnah, wenn es verpackt, verschickt, bei mir angekommen und wir die Zeit zum Drehen haben, bin ich derjenige auf dem Prüfstand. Bis dahin drückt auf Abonnieren. 50,1% unserer Zuschauer sind keine Abonnenten. Also macht das doch einfach. Ja, ich weiß es nicht. Das sind die Leute, die Probleme im Zeigefinger zum Klicken haben. Habt eine gute Zeit bis dahin. Bleibt gesund, ist, glaube ich, so ein Spruch, den man aktuell auch gut sagen kann. Mhm. Wir sehen uns bald wieder. Bis auf denn. Wiedersehen.
Moin Leute, herzlich willkommen bei Malte und Marc Talk Malls. Oh, ich habe alles gesagt, oh mein Gott. Ist doch, ist okay, ist okay. Nee, pass, wir machen es nochmal. Okay.